herzlich willkommen zur 16. Livestream-Lesung auf Facebook, der letzten in diesem Jahr 2021, das wieder viele Herausforderungen gebracht hat. Von Herausforderungen berichtet auch der Theatermensch und Braunschweiger Autor Florian Battermann in seinem neuen Buch »Die Wahrheit über Dinner for One«. Wir senden live aus der Buchhandlung Graff und danken dem Team der Media VA, dem Ehepaar Daniela und Tonio Vakalopoulos, für die Initiative, in Corona-Zeiten Live-Lesungen auf Facebook zu begleiten. Wir freuen uns, dass Frau Vakalopoulos, unsere Kamerafrau, wieder genesen ist. Die für November geplante Lesung mit Roswitha Sächtig musste ja leider abgesagt werden, wird aber im Januar nachgeholt. Liebes Publikum, jetzt sind wir live und Sie können über die Kommentarfunktion Fragen stellen, die dann auch gleich beantwortet werden. Diese Lesung können Sie genauso wie die vorherigen jederzeit auf der Facebook-Seite der Buchhandlung Graff oder auf der Internetseite vom Verein Studio Kult TV, und die sollten Sie sich merken, www.studio-kult.tv, wo Sie auch Interviews mit Braunschweiger Persönlichkeiten oder auch passend zu dieser Zeit einen Mitschnitt des Weihnachtsoratoriums des Braunschweiger Domchors finden. Herr Battermann, ich habe Sie als Theatermensch vorgestellt, aber Sie sind nicht nur Theaterleiter der Komödie am Altstadtmarkt, Sie inszenieren selbst, stehen als Schauspieler auf der Bühne, schreiben Theaterstücke, führen Regie, sind künstlerischer Leiter und unternehmen Tourneen, wo Sie auf zahlreichen Bühnen in ganz Deutschland zu sehen sind. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in all diesen Aktivitäten diverse Herausforderungen meistern mussten. Wie geht es Ihnen aktuell? Es geht uns so lala, würde ich mal sagen. Das sind jetzt ja fast 22 Monate, die uns diese Corona-Krise schon mitnimmt oder ja, in Atem hält. Und es ist ein Auf und Ab. Im Sommer geht es einem dann etwas besser, weil die Einschränkungen weniger sind. Jetzt sind die Einschränkungen wieder mehr. Aber um es vielleicht zusammenfassend zu sagen, unser Publikum ist sehr treu und wir merken auch jetzt, dass die Leute kommen. Wir machen 2G+ mit Maske, also man ist bei uns sehr sicher. Also es geht uns auf jeden Fall besser als letztes Jahr, als wir schon im Lockdown waren. Ja, das kann ich von uns auch so sagen. Vor einem Jahr waren die Buchhandlungen zu, jetzt sind die Kunden tagsüber da. Und ich hoffe, dass Sie und viele ein schönes Buch unter dem Weihnachtsbaum finden. Herr Battermann, Sie sprühen ja wie ja immer vor Kreativität, was Sie im letzten Jahr mit Ihrer DVD Bäumchen wechsel dich schon gezeigt haben. Im Frühjahr dieses Jahres kamen die Theateranekdoten mit dem Buch Alles nur gespielt und jetzt die Wahrheit über Dinner for One. Wie ist die Entstehungsgeschichte des neuen Buches? Ich habe Dinner for One, also die Wahrheit über Dinner for One, bereits als Stück herausgebracht. 2018 war die Uraufführung hier in Braunschweig, ungefähr zu dieser Zeit, also vor 3 Jahren. Dann ist das bei uns sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Wir haben es dann das Jahr drauf nochmal in Bonn in einem anderen Theater gespielt. Und als nun der zweite Lockdown kam für uns, und ich irgendwo ja sehen musste, wo ich mit meiner Kreativität hinkam. Also wenn Sie immer irgendwie kreativ arbeiten und sitzen dann nur noch zu Hause, spätestens wenn Sie das dritte Kochbuch durchgekocht haben, dann reicht Ihnen das auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich habe nämlich einen sehr, sehr alten Freund, noch aus Zivi-Zeiten, der ist ein sehr erfolgreicher Literaturagent inzwischen. Und der nervte mich, also im Positiven, eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten inzwischen, schreib doch mal ein Buch, nicht immer nur Theaterstücke. Ich habe aber nie Zeit gehabt. Und so habe ich mir gedacht, gut, wenn du jetzt schon zwangsläufig Zeit hast, dann nutze sie doch für die Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, aber nie machen konntest. Außerdem wollten wir mit unserem Publikum in Kontakt bleiben und das geht dann eben, wenn man live nicht mehr spielen kann, eben nur mit DVDs und Büchern. Ja, sehr schön. Und heute heißt es die Wahrheit über Dinner for One. Das haben Sie mitgebracht, ja. Und da wollen Sie uns auch ein bisschen was draus vorlesen. Ja, das ist natürlich immer schwierig. Ich habe ja schon mehrere Lesungen gemacht in meinem Leben, immer von anderen tollen Autoren, zuletzt Kästner.
Und dann ist das immer relativ leicht auszuwählen. Wenn man jetzt aber das erste Mal sozusagen aus dem eigenen Buch lesen soll, gut, es hat nur 206 Seiten, aber immerhin, es ist schwer auszuwählen, was man vorlesen soll und was nicht. Also ich habe hier mal so 3, 4 kleine Passagen ausgewählt, werde dann noch ein bisschen was zum Inhalt sagen, möchte aber vielleicht auch gar nicht alles verraten, weil dann muss man es ja nicht mehr lesen. Und es wäre ja schön, wenn man es lesen tät. Also ich fange mal vorne an. Die Scheibenwischer des alten Jaguars bewegten sich so schnell sie nur konnten. Schneeregen klatschte an diesem Sonntagmorgen gegen die Windschutzscheibe des Wagens, sodass Edward Taylor nur im Schritttempo vorankam. Obwohl sein stilvoller Mark V, Baujahr 1950, normalerweise eine Höchstgeschwindigkeit von gut 90 Meilen pro Stunde schaffte. Ein Sturmtief von Westen peitschte über die irische See und traf mit voller Wucht auf Blackpool. Der große Tower, das Wahrzeichen der Stadt, der normalerweise jeden Besucher willkommen hieß, war jetzt nur noch zu erahnen. Das Jahr 1962 zeigte sich an den letzten Tagen wirklich von seiner unangenehmsten Seite. Bei solchem Wetter bekam Taylor immer schlechte Laune, denn er war nicht nur Regisseur, sondern auch Direktor des Pavilion Theaters im Winter Garden, und bei diesem Mistwetter ging kein Mensch freiwillig vor die Haustür, um Eintrittskarten zu kaufen. Stattdessen saßen die Leute lieber in ihren 4 Wänden vor dem warmen Kamin, spielten eine Partie Bridge oder machten es sich mit einem spannenden Buch bequem. Es war 21:30, als Edward Taylor seinen Wagen endlich neben dem Bühneneingang parkte. Wie immer wurde seine Ankunft von einem dumpfen Scheppern begleitet, streifte sein linker Kotflügel doch stets eine der Mülltonnen, die hinter dem Theater aufgereiht standen. Heute waren es sogar gleich 3 der Abfallbehälter, die sein silbergrauer Wagen touchierte, so sehr nahm Taylor der Schneeregen die Sicht. Wie sehr hätte er sich jetzt Sonnenschein gewünscht, damit die Menschen über die Strandpromenade spazierten und bei dieser Gelegenheit auch am Theater vorbeikamen. Viele von ihnen hatten außer einem stilvollen Abendessen in einem der zahlreichen Hotels bestimmt für Silvester noch nichts vor. Da wären Eintrittskarten seiner diesjährigen Produktion »Der 90. Geburtstag« genau das Richtige für sie. Der kleine Sketch dauerte nicht mal eine halbe Stunde und sollte am letzten Tag des Jahres 5-mal gespielt werden, sodass die Zuschauer sich entweder für eine Matinee-Vorstellung oder eine der Aufführungen am Abend entscheiden konnten. Die leichte Unterhaltung war very British und damit genau das Richtige für einen beschwingten Silvesterabend. Da war sich Taylor sicher, zumal er die Inszenierung im vergangenen Jahr bereits im Theatre Royal in Brighton gesehen hatte. Alle 6 Schauspieler waren bestens besetzt, egal ob sie als Mr. Pomeroy oder Mr. Winterbottom auf der Bühne standen. Und besonders Freddie Frinton als Butler hatte das Publikum in Brighton immer wieder herzhaft auflachen lassen. Er lag einfach auf der Rolle, wie man so schön sagte. Insofern ging Taylor in diesem Jahr kein großes Risiko ein, wenn nur das Wetter endlich besser werden würde, damit auch noch die letzten Eintrittskarten sich verkauften. Nachdem er den Zinsschlüssel abgezogen hatte, schnappte sich Taylor seine alte Aktentasche, die neben ihm auf dem Beifahrersitz lag, hielt sie sich zum Schutz vor dem Schneeregen über den Kopf und stieg dann zügig aus seinem alten Jaguar aus. Mit wenigen Schritten hatte er die graue Schwingtür mit der Aufschrift Stage Door erreicht und flüchtete sich in das Innere des Theaters. In der kleinen Pförtnerloge rechts neben dem Bühneneingang hockte der grauhaarige Mr. Davis in einem braunen Kittel, der mindestens so alt war wie er selbst. In seiner Jugend hatte er als Balletttänzer gearbeitet, aber inzwischen saß er seit mindestens 30 Jahren in dem viel zu engen Kabuff und bewachte den Bühneneingang des Pavilion Theaters. Unzählige Stars und Sternchen hatte er in all den Jahrzehnten erlebt. Von David Niven bis Margaret Rutherford und Robert Morley waren sie alle an seiner Loge vorbeigekommen, wenn sie auf dem Weg zu ihren Garderoben waren oder das Theater nach einer Vorstellung wieder verließen. Doch wirkliches Interesse hatten die prominenten Herrschaften nie in ihm geweckt. Nie wäre er zum Beispiel auf die absurde Idee gekommen, Autogramme zu sammeln. Seine ganze Aufmerksamkeit galt vielmehr Wellensittich Cookie, der in einem kleinen Käfig neben dem alten Mann saß, sodass sie wie 2 Kameraden wirkten, die in ihrer engen Welt ganz zufrieden waren. Als Edward Taylor das Theater betraf, trank der Pförtner gerade einen Schluck seines heißen Earl Grey Teas mit Milch und Zucker. Der aufsteigende Wasserdampf ließ die Gläser seiner Nickelbrille beschlagen. Sofort putzte er mit einem Taschentuch, las er doch gerade die Ausgabe der Blackpool Gazette vom gestrigen Samstag. Wie fast jeder Engländer studierte Alistair besonders aufmerksam den Sportteil, weil er nicht nur beim Pferderennen wettete, sondern auf so ziemlich jede sportliche Aktivität tippte, die sich ihm bot. »Good morning, Sir«,
begrüßte er seinen Chef, ohne jedoch von der Zeitung aufzusehen. Das Scheppern der Mülltonnen im Hof war ihm nicht entgangen. »Morning, Alistair«, erwiderte Taylor nur knapp. »Scheußliches Wetter heute«, er rieb sich die Hände. »Das können Sie laut sagen.« Noch immer ruhte der Blick des Pförtners auf seiner Zeitung. »Ist schon irgendjemand hier?«, erkundigte sich der Chef, während er inzwischen damit beschäftigt war, die vom Schneeregen nassen Gläser seiner Hornbrille mit dem Ende der Strickkrawatte abzutrocknen. »Doris ist auf der Bühne und bereitet alles vor.« Erstaunt sah Taylor Alistair an. »Und die Schauspieler?« Erstmals an diesem Morgen schaute der alte Mann seinen Vorgesetzten tatsächlich auch an. »Ah ja, Mr. Frinton hat vorhin angerufen und gesagt, dass er sich verspätet, weil er noch mit Mortimer zum Tierarzt muss.« »Heute?« Taylor warf seinem Pförtner einen misstrauischen Blick zu. »Dr. Fernan ist doch sonntags für seine vierbeinigen Patienten erreichbar«, wusste der Vogelliebhaber. »Ich war neulich erst mit Cookie bei ihm wegen einer Kropfentzündung.« Sofort vergruben sich seine Augen wieder in einer der zahlreichen Tabellen des Sportteils. Offensichtlich hatte er alles gesagt. Zügig ging Taylor durch den fensterlosen Gang hinter der Bühne, vorbei an den Garderoben, Toiletten und der Teeküche. Selbst hier drinnen, wo es immer muffig war und nach Ölfarbe roch, kroch einem die nasse Kälte bis in die Knochen. Durch eine schwarze Tür, die auch schon bessere Tage gesehen hatte, gelangte er schließlich auf die Seitenbühne. Die komplette Dekoration war bereits in der vergangenen Nacht aufgebaut worden, nachdem gestern noch Peter Halls Royal Shakespeare Company hier »Wie es euch gefällt« gespielt hatte. An der Seite standen große schwarze Kostümkisten auf Rollen, denen ihr langes Theaterleben unweigerlich anzusehen war. In großen Kreidebuchstaben stand darauf »Der 90. Geburtstag«. Gleich daneben befand sich ein schmaler Tisch, auf dem bereits zahlreiche Requisiten ihres Auftritts harrten. Offensichtlich hatte Regieassistentin Doris tatsächlich bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Von der Rückseite betrachtet sahen alle Bühnenbilder höchst desillusionierend aus, dachte Taylor, als er hinter den Kulissen stand. Durchnummerierte Sperrholzwände, die mit Kulissenscharnieren verbunden waren und mit Metallstützen im hölzernen Bühnenboden verankert wurden. Auf der gesamten Spielfläche lag ein Bodentuch, das fliesenartig mit schwarz-weißen Schachbrettmuster bemalt worden war. Schließlich spielte die Handlung des Sketches im eleganten Esszimmer von Miss Sophies Herrenhaus. Alles bestand nur aus Holz, Farbe und ein bisschen Stoff. Nicht einmal das Kaminfeuer auf der Bühne war echt. Das Theater war nichts weiter als eine Scheinwelt. Alles war nur harmloses Spiel und trotzdem begeisterten sich allabendlich die Menschen überall auf der Welt beim Besuch einer Aufführung. Da sich auf dieser Seite der Bühne in der Dekoration kein Durchgang befand, ging Taylor im Halbdunkel hinter den Kulissen entlang. Es roch nach einer Mischung aus Staub, Schminke, Holz, Schweiß und Haarspray, die auf ihn schon immer eine besonders anziehende Wirkung ausgeübt hatte. Kein Geruch charakterisierte das Theater treffender als dieser. Nachdem er sich vorangetastet hatte, fand der Regisseur in der Bühnenmitte eine Auftrittsmöglichkeit. Vorbei an einer Ahnengalerie, die dem Publikum einen herrschaftlichen Flur suggerieren sollte, trat er mit geübten Schritten ins Rampenlicht, das ihn auch diesmal wieder blendete. Einen kurzen Augenblick genoss er die wohlige Wärme der Scheinwerfer und sein Blick wanderte durch die ersten leeren Reihen im Parkett. Oft stand er hier alleine mitten auf der Bühne und kostete die Stille im Theatersaal aus, während im Foyer schon die Stimmen unzähliger Menschen zu vernehmen waren, die nur darauf warteten, dass der Einlass endlich begann. In diesen magischen Momenten war Taylor stets der glücklichste Mensch der Welt. Dafür hatte sich bislang noch jede allzu anstrengende Probe gelohnt. Aber für Sentimentalitäten war jetzt keine Zeit. Wo steckte Doris? Im Zuschauerraum war sie jedenfalls nicht. Doris, rief der Direktor mit geübter Stimme, doch es kam keine Antwort. Doris, probierte er es gleich nochmal, aber diesmal lauter, wieder ohne Erfolg. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als die schmale Treppe am Rand der Bühne vorbei am Orchestergraben selbst hinab ins Parkett zu steigen, um seine Aktentasche auf einen der hochgeklappten Sitze in der ersten Reihe zu legen. Seinen nassen Trenchcoat hängte Taylor zum Trocknen über die mit grünem Stoff bespannte Balustrade zum Orchestergraben. Er war Anfang 60 und die Knöpfe seiner karierten Tweed-Weste spannten nicht unerheblich über seinem Bauch. Aus dem Fach des jugendlichen Helden war er schon seit Jahrzehnten herausgewachsen. Nicht zuletzt, weil er neben dem Theater nur noch eine große Leidenschaft hatte, das Essen. Und seine Frau Lilly kochte, obwohl Engländerin, einfach zu gut. Am liebsten Shepherd's Pie, einen Hackfleischauflauf mit Erbsen und Möhren, welcher mit einem Deckel aus Kartoffelbrei verschlossen und anschließend im Ofen überbacken wurde.
Reste davon fanden sich gelegentlich auf Taylors Krawatte, sodass aufmerksame Beobachter bei einem Blick auf seinen Schlips oft Rückschlüsse auf seine letzte Mahlzeit ziehen konnten. Er zerrte seine Taschenuhr aus Sterling-Silber aus der Westentasche, ein Geschenk vom Lilly zum 25. Hochzeitstag. Ein kurzer Blick auf die römischen Ziffern verriet ihm, dass es inzwischen kurz vor 10 war. In wenigen Minuten sollte die erste Probe beginnen, aber bislang war noch niemand zu sehen. Taylor betrachtete das fertige Bühnenbild von vorne. Das Esszimmer von Miss Sophie wirkte nobel und strahlte gleichzeitig britisches Understatement aus. Perfekt. Deshalb stand bei der 90. Geburtstag auch in der Mitte auf der Bühne eine große Tafel mit weißem Tischtuch, an deren Kopf sich ein prächtiger Stuhl mit geschnitzten Armlehnen befand, der Ehrenplatz von Miss Sophie. An den beiden Längsseiten des Tisches standen jeweils zwei kleinere Chesterfield-Stühle für ihre Gäste. Hier würden später Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbottom Platz nehmen. Vom Zuschauerraum aus gesehen links an der Wand stand eine stilvolle Anrichte im edwardianischen Stil, auf der bereits diverse Flaschen angeordnet waren. Daneben befand sich ein Durchgang, welcher die dahinterliegende Halle des Landhauses erahnen ließ. Gegenüberliegend, also auf der rechten Bühnenseite, lag eine breite, mit Teppich belegte Treppe, die in das obere Stockwerk des Hauses führen sollte. Auf diese Weise war gewährleistet, dass die Darstellerin der Miss Sophie einen bühnenwirksamen Auftritt bzw. Abgang hatte. Ein Kamin sorgte ebenfalls für das passende Ambiente. Zudem waren sämtliche Wände mit großen Porträts längst verblichener Lords und Ladies geschmückt. Nun fehlte nur noch das Ensemble, dann konnte es endlich losgehen mit der Arbeit. Zaghaft wurde die Saaltür auf der rechten Seite des Zuschauerraums geöffnet und Doris kam vorsichtig die Stufen zum Parkett herunter. »Good morning, Sir«, sagte sie mit ihrer leisen Stimme, während sie gleichzeitig mit dem Zeigefinger die Brille auf ihrer zierlichen Nasenspitze hochschob und penibel auf jeden ihrer Schritte achtete. Obwohl die junge Frau blond war, konnte man sie leicht übersehen, trug sie ihr Haar doch zu einem strengen Knoten zurückgebunden und verbarg ihre überaus aparte Figur meist unter biederen Kleidern, die stets hochgeschlossen waren. Ein schwarzer, knielanger Swingrock sowie ein grauer Wollpulli mit Rollkragen mochten zwar dem Wetter angemessen sein, wirkten allerdings ansonsten mehr als deplatziert an der attraktiven Frau, die durch ihre Garderobe eher wie eine Klosterschülerin wirkte. Daran änderten auch die schwarze Schmetterlingsbrille nichts, die zwar en vogue war, aber dem eigentlich hübschen Gesicht wenig schmeichelte. Lediglich auf hochhackige Pumps legte sie stets Wert. »Morning, Doris«, antwortete ihr Chef noch immer mürrisch, während er sein durchnässtes Textbuch aus der Aktentasche zog und kaum Notiz von ihr nahm. »Wo haben Sie so lange gesteckt?« »Entschuldigen Sie, Sir, aber ich war noch im Foyer bei Mrs. Paul an der Kasse. Hat Mary Sie wieder von der Arbeit abgehalten?« Taylor wirkte und guckte misstrauisch. »Nein, aber sie hat mir dieses Telegramm hier für Sie gegeben, Sir.« Schüchtern streckte Doris ihrem Chef einen Umschlag entgegen. »Warum sagen Sie das erst jetzt?« »Weil Sie mich...« Doch weiter kam die junge Frau nicht. »Geben Sie her!« Taylor riss seiner Assistentin das Telegramm aus der Hand und öffnete das Kuvert mit seinem dicken Zeigefinger. Dann überflog er den Inhalt der Postsendung, was seine Laune weiter verschlechterte. »Das gibt's doch nicht!« stieß er schnaubend hervor und las das Telegramm gleich nochmal, diesmal laut. »Kann Silvester nicht spielen! Bin schwanger! Der Arzt hat es verboten! Sorry, Betty Rogers!« Wütend zerknüllte er das Papier und warf es auf den Fußboden in der ersten Reihe. »So eine verdammte Sauerei, mir das einen Tag vor Silvester mitzuteilen. Typisch Betty Rogers. Wo soll ich so schnell eine neue Miss Sophie finden?« Aufgebracht stürmte Taylor über die seitliche Treppe zurück auf die Bühne, wo er mehr Platz hatte. Er wirkte wie ein angeschossenes Rhinoceros, das zum Angriff bereit war. Schnell hob Doris das zerknüllte Telegramm auf, strich es eilig glatt, legte es zwischen die Seiten ihres Textbuches und folgte dem Direktor. »Morgen muss der Vorhang hochgehen«, brüllte Taylor und stolperte dabei über ein am Boden liegendes Tigerfell. »Verdammt«, schrie er noch immer laut, »wer hat das hier hingelegt?« Doris war sich nicht sicher, was sie antworten sollte, tat es aber dennoch. »Die Männer, die das Bühnenbild aufgebaut haben, Sir. Das Teil gehört an die Wand, aber nicht mitten in den Weg, bevor sich hier noch jemand das Genick bricht.« »Ja, das habe ich den Bühnenhelfern vorhin auch gesagt«, entgegnete sie jetzt schon eine Spur selbstbewusster. »Aber keine wusste, wo das Tigerfell hingehört. Über die Anrichte oder über den Kamin? Ja, weiß ich, das ist doch völlig egal. Hauptsache, es liegt hier nicht im Weg herum.« Schuldbewusst zog die Assistentin das Feld zur Seite, was ihren Chef jedoch noch wütender machte. »Lassen Sie das blöde Ding hier liegen. Wir brauchen jetzt eine neue Miss Sophie. Wir haben ganz andere Probleme. Wissen Sie, was das heißt?«
Beruhigen Sie sich, Sir. Ihnen ist bislang noch immer eine Lösung eingefallen, versuchte Doris, die Situation zu entspannen. Natürlich ist mir noch immer etwas eingefallen. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Wir müssen sofort eine Schauspielerin finden, die die Miss Sophie übernehmen kann. Langsam schien sich Taylor endlich wieder etwas zu beruhigen, was auch seine Assistentin aufatmen ließ. Ganz nach dem Motto, the show must go on, ging er das Problem nun pragmatisch an. Nicht zuletzt um diesen Charakterzug beneidete sie ihren Chef. Nachdem sich etwa Taylor beruhigt hatte, zog er ein kleines, ledernes Adressbuch aus der Innentasche seines Jacketts aus Harris Tweed. Hier drin steht das Rätsels Lösung. Wir müssen sie nur finden, deutete er vielversprechend an, während er mit dem abgenutzten Büchlein vor Doris Gesicht herumfuchtelte. Das äußerlich unscheinbare Adressbuch war ein Schatz, den der Regisseur in mehr als 40 Jahren am Theater zusammengetragen hatte. In ihm standen sämtliche Namen und Adressen von Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er jemals zusammengearbeitet hatte. Außerdem zahlreiche Regisseure, Kostüm- und Bühnenbildner, Choreografen sowie viele Namen mehr aus der Branche. Zudem ihre Gagen und Agenten, sofern sie welche hatten. Emsig ging er die Namen Seite für Seite durch. Betty Arden, Holly Brown, Alice Collins, Rosie Daniels, ohne jedoch auf eine passende Schauspielerin zu stoßen. Lebte Rosie überhaupt noch? Edward war sich nicht sicher. Er las weiter. Das Papier war vom jahrelangen Umblättern schon ganz speckig geworden. Zum Teil waren die kleinen Seiten eingerissen. Hin und wieder schüttelte Taylor den Kopf und strich den einen oder anderen Namen mit einem Rest von Bleistift durch, der in dem Büchlein gesteckt hatte. Während Doris ihrem Chef dabei zusah, wie sich dessen Laune erneut verschlechterte, je mehr Seiten er erfolglos durchgearbeitet hatte, begann sie selbst im Geiste nach einer möglichen Lösung des Problems zu suchen. Sie kannte zwar längst nicht so viele Schauspielerinnen, aber eine einzige passende Akteurin für die Besetzung der Miss Sophie würde ja schon ausreichen. Also begann sie zu überlegen. Jemanden extra aus London anzureisen hatte wenig Zweck, dafür war die Hauptstadt mit knapp 250 Meilen zu weit entfernt. Nein, man musste eine Künstlerin aus der Umgebung finden. Ja, bloß wo? Sollte man vielleicht am Theater in Manchester oder Liverpool anrufen? Ja, auch Leeds wäre noch möglich, selbst Sheffield war mit einer Entfernung von 90 Meilen noch machbar. Während Doris noch darüber nachdachte, ob sie ihrem Chef einen Vorschlag unterbreiten sollte, erinnerte sie sich plötzlich an einen kurzen Artikel aus der gestrigen Zeitung. Während sie ihr morgendliches Porridge gegessen hatte, überflog sie wie immer die Blackpool Gazette. Dabei war sie auf eine Meldung gestoßen, in der es hieß, dass sich die bekannte Schauspielerin May Warden seit Weihnachten in dem Badeort aufhielt, um sich an der irischen See von der Scheidung ihres vierten Ehemanns zu erholen. Ja, das war die Lösung. May Warden konnte doch die Rolle der Miss Sophie übernehmen. Doris war ganz aufgeregt, als ihr diese Idee gekommen war. »Mr. Taylor, Mr. Taylor!« platzte es deshalb sofort aus ihr heraus, während Edward noch immer in die Lektüre seines alten Adressbuchs vertieft war. »Was denn?« knurrte er kurz, ohne mal wieder wirklich Notiz von seiner Assistentin zu nehmen. Doris war inzwischen ganz aus dem Häuschen. So sehr war sie von dem Einfall begeistert. »Wissen Sie, was ich gestern Morgen in der Zeitung gelesen habe?« Unruhig tänzelte die Blondine von einem Bein auf das andere. »Verschonen Sie sich mit ihrem Geschwätz. Ich suche die Nadel im Heuhaufen.« Angestrengt ging Taylor weiter die Namen in seinem Büchlein durch. Er war inzwischen schon bei Carvey Lola Keaton angekommen. »Wie Sie meinen, Sir. Ich bin nur so aufgeregt. Nie hätte ich gedacht, die bekannte Schauspielerin May Warden hier unter Umständen treffen zu dürfen. Erinnern Sie sich noch an den Film? Ach, wie hieß der doch gleich? Da war sie neben Laurence Olivier einfach großartig.« Erwartungsvoll sah sie den Direktor noch immer an. »Können Sie nicht mal ruhig sein? Warum sollten Sie May Warden hier treffen?« »Ja, weil sie sich zurzeit hier aufhält. In Blackpool, meine ich. Das stand zumindest gestern in der Zeitung.« Doris fasste erneut Mut, bekam aber gleich wieder einen Dämpfer. »Hören Sie endlich mit dem Tratsch auf!« »Moment mal. Das ist es!« »Was?« fragte die Assistentin inzwischen völlig verwirrt. »Na, der Heuhaufen! Ich meine, die Nadel im Heuhaufen. May Warden muss unsere Miss Sophie spielen.« »Ja, das sage ich doch die ganze Zeit«, entgegnete Doris kleinlaut. »Aber glauben Sie, dass ihr momentan der Sinn danach steht? Ich habe gelesen, dass sie sich hier erholen will von ihrer vierten Scheidung.« Mit einer knappen Handbewegung wischte Taylor die Bedenken beiseite. »Ja, das kann sie ja auch, aber morgen steht sie erstmal hier auf dieser Bühne. Ja, wir müssen ihr nur genug Honig ums Maul schmieren. Sagten Sie nicht eben, dass sie gerade ihre vierte Scheidung hinter sich hat?«
Ja, dann kann sie bestimmt Geld gebrauchen. Und wenn sie keins braucht, dann braucht sie zumindest Ablenkung. Ja, sie muss wieder auf andere Gedanken kommen, etwas Positives erleben. All das können wir ihr hier bieten. Triumphierend drehte sich der Direktor auf der Bühne um seine eigene Achse und zeigte dabei stolz auf sein schönes Theater. So ein altes Zirkuspferd, das kann doch gar nicht ohne Bühne. Schaffen Sie mir die Diva hierher, dann werde ich Sie schon überzeugen. In welchem Hotel wohnt Mrs. Warden, sagten Sie? Ja, keine Ahnung. Dann finden Sie es heraus, wenn Ihnen der Job hier lieb ist, polterte Taylor seine Assistentin an, die ihn wie versteinert ansah. Na los, worauf warten Sie noch? Meinen Sie das tatsächlich ernst, Sir? Ja, was glauben Sie denn? Das ist unsere letzte Chance. Klappern Sie alle Hotels ab, irgendwo muss sie ja wohnen. Und dann schaffen Sie mir die Frau so schnell wie möglich hierher. Wir wollen endlich mit der Probe anfangen, klar? Ja, klar, aber was soll ich Mrs. Warden denn sagen? Ja, was weiß ich? Erfinden Sie irgendeine rührselige Geschichte. Hauptsache, sie kommt zu uns. Den Rest erledige ich dann schon. Na los, oder soll ich Ihnen Beine machen? Nein, Sir, brachte Doris gerade noch heraus und rannte dann schnell über die schmale Treppe von der Bühne hinab ins Parkett. Um schneller zu sein, nahm sie den direkten Weg durch den Zuschauerraum. Taylor schrie ihr noch nach, die Existenz des Theaters hängt jetzt von ihrer Überzeugungskraft ab. Also los, beeilen Sie sich gefälligst. Mach ich, Sir, mach ich, war alles, was noch von der Assistentin zu hören war. Kurz darauf schloss sich die Saaltür geräuschvoll hinter ihr und es war augenblicklich still im Pavillon-Theater. Edward Taylor konnte nur noch abwarten, eine Haltung, die dem Direktor so gar nicht entsprach. Sehr schön, ja. Vielen Dank. Gut, das schwarze Büchlein in der Jackentasche mit den 400 Schauspieladressen, das ist heute wahrscheinlich bei Ihnen im Handy gespeichert. Sie werden lachen, ich habe tatsächlich noch ein kleines schwarzes Büchlein mit 400 Adressen, das auch schon ganz abgeblättert ist. Ich bin da noch sehr old-fashioned. Ja. Ist es Ihnen denn auch schon passiert, dass so kurz vor der Aufführung jemand abgesagt hat oder Schauspielerin indisponiert war? Also abgesagt hat so kurzfristig Gott sei Dank noch niemand, aber wir haben schon erlebt, dass ein Schauspieler auf dem Weg zur Vorstellung bei uns vom Auto angefahren wurde, dann ins Krankenhaus musste und nicht spielen konnte und wir haben die Vorstellung nicht abgesagt, weil der Regisseur Gott sei Dank in Wolfsburg wohnte, dann schnell nach Braunschweig gefahren ist. Wir haben so eine Viertelstunde überbrücken müssen, mit Witze erzählen und dann kam der und hat die Rolle gespielt. Also es hat gestern jemand, oder es rief mich ein Freund an, der es gelesen hat, der auch am Theater tätig war und der hat gesagt, Leute, die vom Theater sind, finden eine ganze Menge Sachen wieder und Leute, die keine Ahnung vom Theater erfahren, erfahren eine Menge. Also immer wenn sie glauben, es ist furchtbar übertrieben, dann ist es eher untertrieben und sie können noch 10% drauflegen. Also. Ja, glaube ich mir, es laufen ja lauter Filme ab, als sie vom Geruch vom Theater, ich durfte ja schon auch ab und zu mal, vielen Dank dafür, dass wir den einen oder anderen Autor bei Ihnen schon hatten in der Komödie und dann ist man auch in der kleinen Garderobe bei Ihnen. Und der Geruch vom Theater, das war genau so. Und ja, die Kulissen sehen natürlich von hinten wie eine Sperrholzkulisse aus. Also genau wie Sie das schreiben, das ist Theater, Theater live. Und ja, kann ich mir vorstellen. Ja, heute ist der 21. In 10 Tagen läuft Dinner for One wieder auf ganz vielen Kanälen und sicherlich viel mehr als nur 5-mal gespielt am Abend. Ja. Was macht die Faszination heute immer noch aus? Das ist ja sicherlich eins einer der meistgespielten Filme im deutschen Fernsehen. Also nicht nur im deutschen, ich habe das extra mal, man kann ja heute alles googeln, bei Wikipedia. Es steht seit 1988 im Guinness-Buch der Rekorde als meist wiederholte Fernsehsendung der Welt. Im Schnitt wird es pro Silvester allein in Deutschland 19 Mal gezeigt. Inzwischen wird es aber auch in Europa, in Australien, in Neuseeland gezeigt. Die Engländer ziehen noch ein bisschen nach. Da läuft es jetzt erst auf so einem Privatsender, habe ich gelesen. Aber es läuft also immer wieder. Und ich glaube, die Faszination ist die Zeitlosigkeit des britischen Humors. Also eigentlich wollte Peter Frankenfeld, der das ja damals in Blackpool entdeckt hat und nach Deutschland geholt hat, wollte es gerne auf Deutsch machen. Der Freddy Frinton war aber natürlich im Zweiten Weltkrieg zur Truppenbetreuung an der Front und war kein großer Freund der Deutschen damals und hat gesagt, nein, auf Deutsch spiele ich das nicht. Und also wurde es auf Englisch aufgenommen. Und heute verstehen wir ja alle Englisch, aber als es natürlich in den 60ern lief, da konnten die meisten Leute eben noch kein Englisch. Und trotzdem funktioniert es ja, weil es so wenig Text nur hat. Was ich dann wieder erstaunlich fand, es lief erstmal gar nicht Silvester.
das erste Mal Silvester ist es erst in Häkchen 1972 gelaufen. Also erst roundabout 9 Jahre nach der Aufzeichnung. Und man nimmt an, weil ich glaube, Sir Toby sagt einmal Happy New Year, Miss Sophie, was ja eigentlich auf ihren Geburtstag gemünzt ist. Und es lief vorher so als Lückenfüller und da kam es dann erst Silvester. Tja, spannende Geschichten. Ich denke mir, das ist alles von Ihnen penibel recherchiert, denn jetzt denke ich an Silvester. Silvester 62 muss an einem Montag gewesen sein, wenn die am Sonntag vorher prüfen. Ist genau, da, ja. Das ist. Das kann man ja heute alles wunderbar schnell rausfinden. Ja, wunderbar. Und die ganzen Bilder und Geschichten, die man bei Miss Sophie hat, die Treppe, wo sie dann runterkommt und natürlich das Tigerfell, steckt alles bei Ihnen drin. Aber wie kamen Sie auf die Idee, die 4 leeren Stühle erstmal zu füllen und sie dann später wieder zu leeren? Also ich greife vielleicht noch einmal vor. Sie fragten ja eben, oder ich habe ja erzählt schon mal, dass wir es als Theaterstück gebracht haben. Warum haben wir es eigentlich als Stück gebracht? Die Erfahrung der 18 Jahre hier am Theater hat mir gezeigt, eigentlich wollen die Leute Stücke sehen, die sie schon kennen. Wir kennen das in der Oper, da guckt man am liebsten Aida und Rigoletto und Sachen, die man alle schon 10-mal gesehen hat. Und im Theater ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich sehe, was unsere größten Erfolge in den 18 Jahren waren, dann war das Loriot, dann war das Ekel Alfred und dann war es die Feuerzangenbowle. Also das können wir alles viel besser auf DVD ja sehen und trotzdem haben die Leute irgendwie eine Sehnsucht danach, das auch auf der Bühne zu erleben. Und so sucht man eben, wenn man wie wir ein Theater ohne Subventionen, ein Privattheater betreibt, sucht man natürlich immer nach solchen Stoffen, von denen man meint, sie könnten möglichst erfolgreich sein. Und so kam ich dann irgendwann auch auf Dinner for One, weil das eben jeder Deutsche kennt. Also selbst mein 15-jähriger Sohn, genauso wie mein Großvater, als er mit 97 gestorben ist. Also Dinner for One ist ja im kollektiven Bewusstsein unserer Fernsehnation verankert. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn man diesen Sketch jetzt jedoch nur spielt, der ist ja nach 15 Minuten zu Ende oder 17. Also das ist ja nicht abendfüllend. Und dann habe ich gedacht, gut, was kannst du denn für eine Geschichte drumherum bauen sozusagen? Oder wie könnte der Sketch denn entstanden sein? Dann habe ich gedacht, das ist ja naheliegend. Gut, also vielleicht waren es ja doch 6 Schauspieler, aber wo sind die dann geblieben? Ich glaube, es gibt ja auch ein Buch, Dinner for One, Killer for Five heißt das, da werden die, glaube ich, umgebracht. Das wollte ich aber nicht, ich wollte eine Komödie schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was kann denn passieren, dass aus 6 Leuten nur noch 2 werden? Und so ist diese Geschichte entstanden. Ja, das haben Sie wunderbar entworfen und geschrieben und lesen. Und ich weiß, es haben auch viele das Buch schon gekauft. Also es wird auf vielen Lesetischen oder unter vielen Weihnachtsbäumen sein und wahrscheinlich vor Silvester auch noch diverse Mal bei uns über die Kasse laufen. Und das finde ich was anderes Großartige an dem Buch, dass es natürlich eine tolle Geschichte ist, es liest sich flüssig und gut, es laufen die Bilder ab, wie das soll, aber das Buch ist ja auch für einen guten Zweck geschrieben oder jetzt auf den Markt gebracht. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was? Ja, während wir die DVD im letzten Jahr und das erste Buch sozusagen auch dafür genutzt haben, um uns sozusagen zu finanzieren, das war ja noch die Zeit, bevor es irgendwelche Hilfen gab und man gar nicht wusste, wie wird jetzt mit uns verfahren als Theater, oder es betraf ja viele Betriebe, die zugemacht wurden, die Gastronomie ja genauso. Und dann gab es ja irgendwann dann die November- und die Dezemberhilfen und es gab auch Zuschüsse vom Deutschen Bühnenverein für uns, die wir eigentlich keine Gelder bekommen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann denk doch mal an die vielleicht, denen es noch schlechter geht als uns. Und wir sind Gott sei Dank mit diesen Subventionen, stehen wir erstmal so da, dass wir auch das Jahr 22 überstehen werden, egal wie das nun verläuft. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei uns arbeiten, es gibt zwar eine Hilfe für Solo-Selbstständige, Schauspieler sind aber keine Solo-Selbstständigen, sondern Schauspieler sind weisungsgebundene Arbeitnehmer, wie jeder Angestellte hier bei Ihnen in der Buchhandlung. Das heißt, die haben Zeitverträge bei uns, sind dann 3 Monate oder auch länger da, aber wenn die eben auslaufen, dann sind sie wieder arbeitslos. Gut, sie konnten dann immer in Kurzarbeit gehen auch, das war auch nicht so einfach zu Beginn, aber es ging dann irgendwann. Aber wenn diese Verträge auslaufen und mit diesen Lockdowns à la longue hat das Ganze ja nun über ein Jahr gedauert, irgendwann sind die Arbeitslosenansprüche dann mal erloschen und dann fallen die alle in Hartz IV. Und ich kenne ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch inzwischen sogar schon den Beruf wechseln mussten. Ich kenne welche, die sind Busfahrer geworden, haben in Impfzentren gearbeitet. Also alles ja auch ehrenwerte Sachen und Tätigkeiten. Aber natürlich, wir brauchen sie. Und
Deutschland wäre ein armes Land, wenn die ganzen Schauspieler nur andere Berufe machen. Und so habe ich gesagt, okay, dann machen wir es doch so, der komplette Erlös dieses Buches kommt Schauspielerinnen und Schauspielern zugute, die eben von der Pandemie besonders gebeutelt sind. Und wenn wir alle Bücher verkaufen sollten, die wir gedruckt haben, dann können wir immerhin 20 Schauspieler mit jeweils 1.000 Euro unterstützen. Das ist doch schon mal was. Sehr schön. Ja, und dafür verzichten wir als Buchhandlung auch gerne auf unsere Provision und unterstützen den Verkauf und damit auch den guten Zweck des Buches. Ja, liebes Publikum, ich habe Herrn Battermann eben einige Fragen gestellt. Das können Sie auch. Facebook hat eine Kommentarfunktion, da können Sie Fragen stellen, Anmerkungen. Die gebe ich Herrn Battermann dann gerne weiter. Er wird sie beantworten, aber jetzt lesen wir noch ein Stück. Also bevor ich vielleicht lese, sonst müsste ich ja das ganze Buch vorlesen, erzähle ich ein bisschen, was jetzt noch passiert, bis wir zur nächsten Stelle kommen, die ich dann vielleicht wieder lese. Also wie gesagt, ich sagte ja eben schon, ich habe mir überlegt, was kann denn mit den Leuten passieren, die da so auftauchen. Also es ist jetzt so, nachdem die Regieassistentin weggeschickt wird, um die May Warden zu überreden, aufzutauchen, kommen nun die ersten Schauspieler. Das eine ist Henry King, ein in die Jahre gekommener Tenor, der als junger Mann seine Stimme verloren hat und seine Existenz nun auf drittklassigen Provinzbühnen in England mit der Aufführung von seichten Unterhaltungskomödien überbrücken muss. Furchtbar liebenswert, sehr schwul und ein Tenor ohne Stimme eben, der taucht auf und Lawrence Hill taucht auf, das ist ein junger Kollege, so ein bisschen hält er sich für einen englischen James Dean, auch furchtbar erfolglos erstmal und die kreuzen da auf und erfahren von ihrem Chef, dass Betty Rogers abgesagt hat, weil sie schwanger ist. Aber dann taucht auch schon die Regieassistentin auf und sagt, also das Problem ist gelöst, May Warden kommt. Der Regisseur Edward Taylor und Theaterleiter ist erleichtert, so wie ich das auch wäre, wenn ein Problem gelöst ist. Um dann aber von Henry King, von dem Schauspieler, zu erfahren, ich glaube nicht, dass die beiden zusammen spielen werden, Freddy Frinton und May Warden, weil sie früher mal verheiratet waren und sich vor ungefähr 20 Jahren in einem ziemlichen Rosenkrieg getrennt haben. Eine bessere Idee hatte er aber nicht. Und May Warden taucht auch dann schon auf im Theater. Der Regisseur verpieselt sich schnell durch den Hinterausgang, weil er erstmal mit dem Darsteller, der immer noch mit seinem Hund beim Tierarzt ist, sprechen will. Und dann taucht die Diva auf. Und das könnte ich ja, wäre so eine Stelle, die sich vielleicht zum Vorlesen noch ganz gut eignet. Also May Warden betritt zum ersten Mal das Theater. Die Stelle ist auch kürzer als die eben gelesene. Verdammt nochmal, lassen Sie mich los. Ich weiß auch, dass hier eine Probe stattfindet. Immerhin bin ich Schauspielerin, Sie ignorante Person. Mein Name ist May Warden. Die arme Mrs. Powell konnte einem wirklich leid tun. Einen wirkungsvolleren Auftritt hätte nicht mal William Shakespeare der Diva schreiben können, so viel stand fest. Sogar Lawrence Hill sah nun von seinem Textbuch auf. Obwohl sie von ihrer Statur her nicht besonders groß war, umgab May Warden doch die Aura einer echten Diva, die niemals Widerspruch duldete. Über ihrem in die Jahre gekommenen schwarzen Chanel-Kostüm, das über den Hüften ein wenig spannte, trug sie ein elegantes, pelzbesetztes, cremefarbenes Cape. Ihr Kopf wurde von einer auffälligen Kappe gekrönt, die über und über mit kleinen Federn besetzt war, sodass die Schauspielerin mit ihren großen Augen unweigerlich an einen Waldkauz erinnerte, dessen Gefieder bei jeder ihrer resoluten Schritte Richtung Bühne auf- und niederwippte. Dass die Federn nicht nass waren, hieß entweder, dass der Schneeregen inzwischen aufgehört haben musste oder dass Mrs. Warden mit einem Taxi vorgefahren war. Ihr forscher Gang, vorbei an allen den leeren Sitzreihen, hatte jedoch so gar nichts Damenhaftes. Trotzdem flößte ihr Auftritt allen Beteiligten Respekt ein. Während sie über ihrem linken Arm eine imposante Handtasche aus Krokodilleder trug, wahrscheinlich von Lerner, der auch das englische Königshaus belieferte, hielt sie in der rechten Hand ein großes geflochtenes Körbchen mit Gittertor davor am Henkel. Es war nicht zu übersehen, dass sie ihr Haustier mit ins Theater schleppte, was dem Direktor so gar nicht gefallen würde, aber das stand jetzt nicht zur Diskussion. »Na, das fängt ja gut an. Wer ist hier der Chef?« herrschte sie Richtung Bühne, während sie mit Handtasche und Haustier ihr Körbchen bewaffnet sich abmühte. »Mr. Taylor, Madam«, gab die Regieassistentin, so laut sie nur konnte, zurück. Und er fand schnell dazu, »er lässt sich kurz entschuldigen. Das Dinner am gestrigen Abend ist ihm wohl auf den Magen geschlagen. Es gab Miesmuscheln, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Henry King glaubte nicht richtig zu hören. Wo sollte das alles noch hinführen? »Bitte keine Details«, antwortete Mrs. Warden nur kurz, die inzwischen vor dem Orchestergraben angekommen war.
Mit einer einladenden Geste zur schmalen Treppe an der Seite der Bühne bat Doris die Schauspielerin herauf. »Willkommen im Pavillon Theater«, setzte sie nach und bemühte sich um ihr freundlichstes Lächeln, was ihr angesichts der vertrackten Situation schwerfiel. Bepackt mühte sich May Warden in ihrem engen Rock die Stufen empor. Und dann ist sie angekommen auf der Bühne und dann geht auch eigentlich die Geschichte so richtig los. Ja, ein großer Auftritt für eine große Diva. Ich habe mal, welches ist für Sie als Theatermacher der schönste Moment? Die Zeit vorher, wenn noch alle Ideen frei sprudeln können, was man machen will? Oder der Entstehungsprozess bei den Proben? Oder die Zeit live für Sie als Schauspieler auf der Bühne? Oder ist es der Applaus danach? Was sind die schönsten Momente für Sie als Theatermensch? Also eben fragten Sie nach dem Schönsten. Jetzt sagten Sie eben schon so richtig, was sind die Schönsten? Und damit liegen Sie voll richtig. Es gibt nicht, eigentlich gibt es nicht den Schönsten. Ich habe eigentlich ein Theater aufgemacht, weil ich immer schon Stücke geschrieben habe. Also ich brauchte eigentlich eine Bühne für die, ich wollte die Stücke nicht für die Schublade schreiben. Also ich bin eigentlich in meiner Grund-DNA immer ein Schreibender gewesen. Zwar keine Bücher, aber zumindest Stücke Schreibender. Das heißt, also es gibt einmal, ist eine sehr schöne, ein schöner Moment, wenn man sozusagen das Aha-Erlebnis einer Stückidee hat und das dann formuliert hat. Dann, wenn es dann fertig ist, das hakt man dann so ab. Dann ist ein schöner Moment, wenn man eine Besetzung hat und man merkt bei den Proben, okay, es funktioniert auch so, wie man sich das gedacht hat. Denn wenn man so ein Buch geschrieben hat, dann ist es ja einfach fertig. Beim Stück ist das ja das eine. Also das Stück ist fertig, ist ja nur ein Step sozusagen. Aber was passiert dann? Man kann ja auch das schönste Stück schreiben, wenn man die falschen Schauspieler oder den falschen Regisseur mit einer ganz falschen Intention hat. Dann wird daraus ja nichts. Also wenn das dann noch sozusagen deckungsgleich ist, ist es wunderbar. Und dann ist natürlich der Applaus nach einer Premiere, ja, dann die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, würde ich es mal nennen. Also es sind, deswegen macht man vielleicht, das ist ja wie bei Ihnen, selbst und ständig. Also wir arbeiten ja eigentlich von morgens bis spät abends. Aber wir haben so viele, oder ich zumindest, habe so viele Glücksmomente dabei, wenn jetzt nicht gerade Corona ist zumindest, dass ich mir nie die Frage gestellt habe, warum machst du das eigentlich? Ich wüsste, und jetzt durch Corona fragt man sich immer, was könnte man denn noch machen? Ja, ich könnte noch auf Lehrer umschulen, aber es wäre nicht das Gleiche. Es wäre nicht das Gleiche, nein, das kann ich mir wunderbar vorstellen. Aber gut, Sie stehen ja auch als Schauspieler, nicht in jedem Stück, aber in vielen Stücken auf der Bühne. Haben Sie auch für sich schon eine Rolle geschrieben oder so ein Stück geschrieben, oder, das bin jetzt ich oder das will ich? Oder nimmt man fertige Stücke und sagt, die Rolle möchte ich jetzt gerne mal spielen? Also ich habe auch schon, also für mich geschrieben habe ich noch nicht, das kann ich auch nicht gut. Wahrscheinlich habe ich da gar nicht genug Abstand zu mir selbst. Also man selbst sieht sich ja immer nur inwendig sozusagen. Manchmal denke ich, du müsstest dir mal eine schöne Rolle schreiben, dann schreibe ich ein Stück. Und dann merke ich aber hinter, die Rolle ist zwar schön, aber die ist, musst du, also das Spielen wird auch immer unwichtiger. Ich habe es jetzt in Corona-Zeiten wieder vermehrt gemacht, aber einfach, um eine Gage zu sparen, muss man fairerweise so sagen. Ich mache es eigentlich nur noch, um mich selbst zu überprüfen, als Regisseur und als Autor. Wenn Sie es dann jeden Abend spielen, merken Sie erst nach 10, 20 Abenden, funktioniert das überhaupt, was du da geschrieben hast. Insofern ist es eine gute, ja, nochmal eine gute Schulung für den Autor, Battermann. Das Spielen ist mir inzwischen, das war früher anders, eigentlich das, ich will nicht sagen unwichtigste, aber da, mein Herz hängt nicht mehr so sehr am Spielen, mehr am Inszenieren als vorher. Ja. Also so die Kreativität dann, ja, auch und den Prozess. Es ist ja, wenn Sie dann spielen, ist es ja nur noch in Anführungsstrichen jeden Abend Reproduktion. Also die große Kreativität können Sie dann ja nicht, Sie verabreden ja mit Kollegen und mit dem Regisseur was und daran soll man sich ja bitte auch halten. Klar fällt einem doch mal abends eine Pointe vielleicht ein, die man dann noch bringt, aber das eigentliche Kreative ist das Schreiben und das Inszenieren. Ja. Gut, natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Über die Tiefen wollen wir gar nicht reden. So ein besonderes Highlight, wo ich sage, da habe ich das super Stück mit einem Schauspieler, wo ich nie gedacht hätte, dass ich den nach Braunschweig zu mir in die Komödie bekomme. Und das war dann so ein Publikumserfolg. Gibt es solche Momente oder so in der Rückschau? Also ohne jetzt Namen zu nennen, ich würde sagen, der bekannteste Star, den wir mal hatten und der auch immer ausverkauft war,
da war das Stück dann gar nicht so besonders. Also so rum ist es dann öfter der Fall eigentlich. Also Dinner for One, die Wahrheit über Dinner for One war schon so ein Stück, wo alles stimmte, Besetzung und Stück, und was auch schon beim Schreiben mir sehr, deswegen hat es vielleicht dann auch das Buch so ging es dann relativ flott von der Hand. Also das ist schon eine Geschichte, die ich für gelungen finde, und das Publikum hat das auch gutiert. Das war schon so ein sehr besonderer Moment. Ja, liebes Publikum, wir haben von Ihnen auch Resonanzen über die Kommentarfunktion von Facebook. Einmal bedankt sich jemand für diese Veranstaltung. Bitte gerne, das machen wir alle gerne hier im Raum, und es macht uns Spaß. So wie Herr Battermann sagt, Theaterspielen ist ihm eine große Freude. So sind wir gerne dafür da. Jemand berichtet von der Freude über auch jetzt zukünftige Theaterbesuche und über die Besuche in der Buchhandlung, um in Bücher zu stöbern. Beides sind große Genüsse, die Sie bitte vielfältig sich noch zu Genüge fühlen. Und dem Buch wird viel Erfolg gewünscht. Da Danke. Tun wir alle was dazu. Also vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie mit Ihren Kommentaren und Anmerkungen uns begleiten. Das macht uns dann auch viel Spaß, dass wir sehr merken, Sie sind auch über die Kamera mit bei uns. Und Herr Battermann spielt fürs Publikum, er sieht es im Moment nicht, und wir sind für unsere Kunden da, und beide haben wir Sie vereint vor der Kamera, und da danken wir Ihnen sehr. Ich muss jetzt keinen Werbeblock für die Buchhandlung Graf machen, das haben Sie gar nicht nötig, aber ich muss es jetzt doch mal sagen. Wenn ich mir Inspiration suche, komme ich oft hierher und gucke einfach nach Titeln, nach Covern, viel eine Etage tiefer in der Klassikerabteilung, welche Rechte sind jetzt frei, was für Autoren sind schon lange genug tot. Und man muss ja sagen, ich bin ja ursprünglich kein Braunschweiger gewesen, und dann war ich irgendwann, als ich dann Braunschweiger war, das erste Mal hier, und das ist ja, wenn man jetzt so von außen sieht, denkt man ja erstmal, ach, so ein Bücherkaufhaus wie Thalia oder wie die alle heißen. Und dann kam ich aber rein und habe gemerkt, nein, es ist eben kein Bücherkaufhaus, sondern es ist eine, und das merkt man bei jedem Mitarbeiter, weil sie alle das gerne machen hier, es ist eine inhabergeführte Buchhandlung, und das finde ich tolle. Es ist nicht so eine kleine Buchhandlung, wo ich nach jedem dritten Titel sagen muss, bestellen Sie mir den doch bitte mal, sondern ich habe hier tausende von Büchern, und das macht es trotzdem, kommt man sich immer noch vor wie in der Buchhandlung um die Ecke, und das ist einfach super hier. Muss man mal so sagen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, es geht einem natürlich bei Ihnen im Theater genauso. Da ist der Theaterleiter, der Intendant vor Ort, und auch da steckt das Herzblut drin. Ich glaube auch, dass die Leute das so wollen, also bei Ihnen wie bei uns. Und ich glaube auch, dass sowohl wir als kleines Theater und Sie als Einzelhandel dann auch eine Chance haben gegen heute wird nur noch bestellt und geamazont und wie man das alles nennt. Ich glaube, wenn man dahinter steht und wenn man ein Team hinter sich hat, wo die Leute auch merken, die machen das gerne, dann kommen die auch. Ja, und das tun wir beide gerne. Und wir haben eine gute Partnerschaft. Wir sind immer mal wieder, dürfen wir bei Ihnen sein mit Autoren in der Komödie. Und ich weiß schon von drei wunderbaren Lesungen, die wir fürs Frühjahr bei Ihnen anbieten, weil hier in der Buchhandlung ist es noch nicht möglich, aber Sie haben einen fertig bestuhlten Raum, und Sie haben das Saalhygienekonzept. Ich verrate jetzt mal, es kommt im Frühjahr, es kommt David Safir mit dem nächsten Miss Merkel Buch, es kommt Jan Weiler mit einem neuen Buch, und es kommt Bettina Tietjen. Und alle dürfen wir bei Ihnen in der Komödie präsentieren. Und ja, das ist ein gutes Miteinander. Und dass man sich in Braunschweig so nah beieinander steht, ist eine gute Tradition in Braunschweig. Wir pflegen sie gerne. Das ist ja auch das Schöne hier. Ich sage immer, es ist eine große Stadt, wo man eben nicht meint, man wohnt eben in einer Kleinstadt. Und trotzdem ist sie aber noch so klein, diese Großstadt, dass man sich eben kennt und schätzt und auch da treu ist. Das ist sowieso eine Eigenschaft, finde ich, der Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Ich als gebürtiger Hannoveraner kann das ja vielleicht von außen so ein bisschen besser beurteilen. Der Braunschweiger ist ja, und die Braunschweigerin, die sind unheimlich treu, finde ich. Also ich werde nie vergessen, sagen wir das böse Wort gleich nochmal, an dem Tag, als Thalia die große Buchhandlung aufgemacht hat, war ich hier drin. Und es waren irgendwie, also die Kunden waren deutlich weniger als sonst, und ich kriegte schon Schockzustände und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt aus Graf werden? Und
Sie wissen es, 2 Jahre später oder 3 Jahre später war Thalia weg und Kraft war noch da oder ist ja noch da. Und das ist so, die Braunschweiger, das ich inzwischen ja selber, ich gehe zu Kraft. Und so sagen unsere Zuschauer auch, wir gehen ins Komödchen. Anfangs habe ich das immer, ich habe immer gedacht, mein Gott, wissen die nicht, dass es Komödie am Altstadtmarkt heißt? Bis ich dann mal gemerkt habe, das ist ja eine Kosename, Komödchen zu sagen. Und Kosenamen gibt man ja nur Dinge, die man mag. Und so weiß ich, wenn jetzt jemand käme und würde ein ähnliches Theater hier aufmachen, ich glaube, der könnte morgen wieder zumachen, weil die würden sagen, nee, wir gehen zu Battermann, da gehen wir schon immer hin. Ja. Also das ist, was ich hier sehr schätzen gelernt habe in dieser Stadt. Ja, das schätzen wir auch. Wir schätzen Sie, liebes Publikum. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür und vielen Dank für die Blumen auch von Ihnen. So, wir sind ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, aber ein bisschen Zeit ist auch noch. Haben Sie noch eine schöne Passage für uns zum Lesen? Ich könnte ja vom Schluss was vorlesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zu viel von der Handlung jetzt verraten sollte, weil dann muss man das Buch ja nicht mehr lesen. Also vielleicht kann man nur sagen, die beiden Schauspieler, als sie dann mitbekommen, dass der jeweilige Ex-Partner auch spielen soll, wollen natürlich nicht spielen. Trotzdem hat es der Chef vorher geschafft, dass sie beide, als sie das noch nicht wussten, den Vertrag unterschrieben haben, in dem auch eine saftige Konventionalstrafe steht. Beide haben nicht so viel Geld, dass sie sich also nun leisten können, nicht mitzuspielen. Und dann kommen sie aber auf die Idee und sagen, ja Moment, wenn wir es aber schaffen, dass die anderen Kollegen aussteigen oder aussteigen müssen, sodass nur noch wir zwei überbleiben, dann muss er ja den Abend absagen. Das machen sie dann mit den verschiedensten Theatermitteln, auf die ich jetzt hier gar nicht so sehr eingehen möchte. Also dem einen wird, der heimliche Säufer wird Rizinusöl in den Gin gemixt, der hat dann Durchfallattacken und kann nicht spielen. Einem anderen wird am Telefon abgesagt, 2 anderen wird was vorgespielt, die verschwinden dann und verdünnisieren sich. Also es endet damit, dass der Regisseur mit den beiden Mimen alleine da ist. Und wie das dann ausgeht, das könnte ich ja eben noch mal vorlesen. Ja. Also wie gesagt, die Bühne ist fast leer, nur noch May Warden und Freddie Frinton sind da und Edward Taylor sitzt am Ende ziemlich zusammengesackt auf seinem Regiestuhl auf der Bühne. Was machen wir denn jetzt mit all den Zuschauern, sagte May Warden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Vorstellung abgesagt. Abrupt unterbrach der Theaterdirektor das Match. Einmal ist immer das erste Mal, sagte er völlig gleichgültig. War ihm inzwischen doch alles egal. Einen Moment lang ließen Freddie Frinton und seine Ex-Frau den Satz unkommentiert im Raum stehen. Eigentlich hätten sie ihren Sieg gern genossen, aber dafür bot Edward Taylor einen zu jämmerlichen Anblick. Freddie schämte sich sogar ein wenig, aber das Werk war vollbracht, sodass es kein Zurück mehr gab. Langsam drehten sich May Warden und Freddie Frinton um. Sie wollten sich angemessenen Schrittes in ihrer Garderobe begeben, um anschließend ihre 7 Sachen zu packen und das Theater zu verlassen. Aber nichts sollte allzu überstürzt wirken. Auch Freddie Frinton war inzwischen zum Abschied bereit. Mitfühlend legte er seine Hand auf die Schulter des Chefs und fragte ihn, ob er noch etwas für ihn tun könne. »Es ist lieb von ihm. Es ist lieb von dir«, entgegnete dieser. »Aber ich wüsste nicht, was.« Der Schauspieler nahm seinen Requisitenkoffer und ging zu seiner Ex-Frau, die bereits am Abgang der Bühne auf ihn wartete. Ein letztes Mal drehten sich die beiden zu Taylor um, der noch immer auf dem Hocker saß und gedankenverloren auf die leere Bühne starrte. So fühlte sich das Ende also an, dachte er, undramatisch und leer. Fast empfand der Regisseur die Situation als Erlösung, waren doch endlich der enorme Druck und die Verantwortung von ihm genommen. In gewisser Weise machte sich regelrecht Frieden in seinem Herzen breit. Frinton überlegte lange, was er zum Abschied sagen sollte. Du hättest das Gespenst von Canterville auf den Spielplan setzen sollen. Hier spielen ja nur noch Geister mit. Der Komiker deutete auf die verwaiste Tafel mit den 5 leeren Stühlen. Dann nickte er May Warden zu, beide drehten sich um und wollten die Bühne verlassen. Doch in diesem Augenblick hatte Taylor den entscheidenden Geistesblitz. Geister! Das ist es überhaupt! Schrie er plötzlich los, sodass die beiden Schauspieler erschraken. Alles in Ordnung, Eddie? Erkundigte sich Frinton. Geht es Ihnen gut? Wollte auch die Diva wissen.
Schnell sprang der Theaterdirektor von seinem Hocker auf. Moment mal, wartet noch mal kurz, bat er das verwunderte Duo. Ich glaube, ich habe die Idee, erklärte er überglücklich. Ja, wir spielen nicht der 90. Geburtstag. Ja, soweit waren wir schon, sagte Mrs. Warden mit leicht genervtem Unterton, den Taylor jedoch überhörte. Sondern Dinner for One. Dinner for was? Fragte jetzt auch Freddy ungehalten. One, insistierte sein Chef. Doch die beiden Mimen hatten keine Ahnung, was das sein sollte. Na, unser Sketch, erklärte ihnen der Theaterdirektor. Aber nur mit zwei Darstellern. Er strahlte dabei über das ganze Gesicht. Die Diva schäumte innerlich. Wie sollte das denn funktionieren? Ja, ganz einfach, führte Taylor jetzt genauer aus, indem Freddy als Butler James alle Rollen der Gäste übernimmt. Also in diesem Augenblick empfand der Komiker wirklich Mitleid für seinen Chef. Augenscheinlich war der Gute inzwischen auf dem besten Wege, seinen Verstand zu verlieren. Vielleicht sollte er besser einen Arzt verständigen. Unter Umständen deutete sich ein Schlaganfall an. Aber so sehr die beiden Schauspieler auch beruhigend auf Edward einsprachen, er war nicht von seinem Einfall abzubringen. Ja, das ist doch logisch, sagte er nun wieder vollkommen ruhig und überlegt. Immerhin feiern wir auf der Bühne Miss Sophies 90. Geburtstag. Und wie jedes Jahr, so hat sie auch diesmal wieder all ihre Freunde eingeladen. Also nun reichte es der Diva endgültig. Mit beiden Händen deutete sie auf den leeren Tisch und schrie beinahe, aber es sind keine Freunde da. Zustimmend nickte der Chef ihr zu. Ja, Sie haben es erfasst, Mrs. Warden, weil sie alle längst gestorben sind, quasi Geister. Er wirkte nun wie ein Irrenarzt, der ganz sanft auf seine Patienten einsprach. Aber Freddy ließ sich nicht von der neuen Idee überzeugen. Da spiele ich nicht mit, das kapiert doch kein Mensch, sagte er und... Damit war der Einfall für ihn erledigt. Doch, wart's ab, das wird der Knaller, warb Taylor weiterhin für seine Idee. Oder wollte er lieber die Konventionalstrafe zahlen? Als Direktor eines Theaters musste man eben immer die passenden Argumente parat haben. Das wusste er seit mehr als 20 Jahren. Ja, vielen Dank. Und dann beginnt Dinner for One, so wie wir es schon so oft gesehen haben und wie wir es dieses Jahr 19 Mal in den Kanälen am Silvesterabend sehen können oder vielleicht in den Privatsendern oder so. Noch viel mehr und ja, theoretisch, man könnte sich ja so, wie man Silvester das Feuerwerk, das es ja nicht gibt, was in Sydney beginnt und irgendwo anders aufhört, könnte man sich ja durch die Internetkanäle zappen. Man könnte in Australien anfangen, Dinner for One zu gucken und dann einmal um die Welt drumherum Dinner for One sehen. Oder Sie können es lesen. Wie es dazu gekommen ist, die Wahrheit über Dinner for One können Sie erfahren. Ja, Herr Badermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Buch, ja, für alles nur gespielt, Ihr Buch im Frühjahr und Bäumchen wechsel dich. Bäumchen wechsel dich, ja. Entschuldigung, die DVD, die letztes Jahr in zig Exemplaren bei uns über den Ladentisch gegangen ist, alles für einen guten Zweck, für den guten Zweck der Komödie und die Wahrheit von Dinner for One, den guten Zweck für Schauspieler, denen es im Moment nicht so gut geht in der Pandemie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, liebes Publikum, und es geht Ihnen auch weiter gut. Sie wissen, in welche Zeit wir gehen. Ich wünsche Ihnen ein ganz frohes, fröhliches und gesundes Weihnachtsfest. Und ich danke hier dem Team der Media VA und dem Ehepaar Vakalopoulos. Ich danke Herrn Battermann, ich danke Ihnen fürs Zuschauen und ja, in 10 Tagen ist es dann wieder soweit. Same procedure, then every year, same procedure, then last year, same procedure, then every year. Dinner for One zu Weihnachten, Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2022 und vielen herzlichen Dank. Danke.